Swirl TV. Stream what you really like. Verdächtiges Fahrzeug, linke Fahrspur. Fahrzeug bestätigt auf 9 Uhr. Ziehen Sie Ihre Waffe. Ein Film wie ein Auslandseinsatz. Der Drogenthriller Sicario ähnelt in vielem eher einem Kriegsfilm. Nicht immer ist klar, wer beim Kampf der Sondereinheiten gegen die Drogenkriminalität Freund und Feind ist. Klar ist jedoch, Sicario, zu Deutsch Auftragskiller, ist überragend inszeniert und liefert vor allem eines: Hochspannung pur. Ich bin zurück! Wo warst du, Kind? Ich bin sehr müde. Margaret! Wo ist deine Schwester? Das englische Königshaus ist beliebt wie nie. Auch im Kino. Mit A Royal Night, ein königliches Vergnügen, kommt jetzt erneut ein Film über die Royals auf die Leinwand. Er erzählt von einer ereignisreichen Nacht, in der die jungen Prinzessinnen Elizabeth und Margaret kurz ins echte Leben eintauchen dürfen. Eine außergewöhnliche Coming-of-Age-Geschichte. Herr Dr. Bauer, ich möchte Sie fragen, worauf kann man als Deutscher heute noch stolz sein? Wir Deutschen können nicht stolz sein auf Goethe und Schiller. Stolz können wir doch nur sein auf das Gute, was wir selber gemacht haben. Der Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer setzte in den 50er Jahren alles daran, die Nazitäter dingfest zu machen. Aber die waren auf den hohen Posten der BRD längst angekommen und wehrten sich. Der Staat gegen Fritz Bauer ist dann auch der Titel des eindrücklichen und lehrreichen Dramas um den einsamen Kämpfer für die Gerechtigkeit. Er will, dass wir hier warten. Die Nase eines Hundes, das Herz eines Marines, für mich klingt das wie ein Held. Filme über den besten Freund des Menschen gehören seit Lassie zu jeder Kindheit. Aber man sollte sich genau überlegen, ob man sich mit seinen Kindern den Hundefilm Max ansieht. Schließlich geht es darin um einen schwer kriegstraumatisierten Hund, der allmählich Vertrauen zu dem kleinen Bruder eines gefallenen Marines fasst. Zudem ist der vor Hurra-Patriotismus nur so triefende Streifen für Kinder zeitweilig ungewöhnlich brutal. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.